Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, wir haben jetzt den vorletzten Typen erreicht. Machen uns jetzt dran an den allerletzten. Und ich muss zugeben, ich habe mal ein paar Tage, also ich habe mal ein paar Tage, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt im Internet und so und habe auch mir mal die Anfänge von anderen Let's Playern angeguckt. Und ich muss sagen, jeder geht wirklich einen anderen Weg, ne? Die einen machen erst diese Aufgabe, die anderen erst diese Aufgabe und so. Und ich finde das gar nicht mal so blöd. Also, was heißt, ich finde das jetzt mal gar nicht so blöd, weil ich habe erst so gedacht, mache ich vielleicht doch irgendetwas falsch, hätte ich vielleicht anders anfangen sollen oder so. Aber jeder geht ja halt seinen anderen Weg, jeder macht irgendeine Quest anders und das macht es natürlich wiederum interessanter. Wie ich schon in der letzten Folge erwähnt hatte, regt euch nicht auf, dass ich jetzt gerade immer nur an den Sachen vorbeigerannt bin und nicht gekämpft habe oder so. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich halt meine Kraft noch nicht gut ist, meine Waffe, ich keine Ausrüstung richtig habe. Klar, vielleicht hätte ich eine andere Aufgabe machen können. Um das alles schneller zu bekommen. Aber ich möchte jetzt erstmal meinen Kampfgefährten haben und danach kümmere ich mich halt um den Rest und in der Zeit kann ich schon ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Elex läuft ja nicht weg und wir haben ja wohl alle Zeit der Welt. So. Hier waren wir. Er war nicht der Mörder. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder diese typische Quest, wo wir so und so viele Leute abklappern müssen und der allerletzte war es dann. Gucken wir mal. So, wir sollen wohl zu dieser Kuppelstadt gehen. Ich denke mal, das wird das da hinten sein. Ich hatte ja erst gedacht, dass das irgendwie, ja, feindliches Lager ist oder so, aber anscheinend ist es das nicht. Da oben geht irgendetwas spazieren, irgendetwas Helles. Irgendetwas, was leuchtet. Sieht nicht aus, als wenn das. Oh, es sind keine netten Leute. Hier ist alles voller Elex. Ich mach mal speichern. Und guck mal eben, ob ich stark genug schon bin. Ob ich mich mit denen überhaupt anlegen muss. Oh mein Gott, was ist das denn hier vor mir? Oh mein Gott! Du Scheiße, was ist das alles? Guckt euch das mal an. Eins? Oh Gott. Oh Gott. Was kriecht denn da hinten? Was ist das? Was sind das für Viecher? Ja, Spielstand laden. Ich glaube, der war das. Oh mein Gott. Gott, zack und schon war schon wieder. Ja, ich gehe da nicht hin. Ich habe das Vieh da vorne gar nicht gesehen neben dem blauen. Wäre ich da ja nicht einfach so hingegangen, ne? So. Gut, wo ist die? Da ist die Kuppelstadt. Und wir haben hier viele von den Raptoren. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Machen jetzt hier einen auf König der Löwen. Puh. Ist es hier nett? Muss ich hier hin? Hier muss ich hin. Schönen guten Abend. Männer. Bist du der, den ich suche? Oh.
Ich wollte, Entschuldigung, ich wollte nicht das Fleisch klauen. Ich wollte mit dir reden. Hey, du! Was gibt es Neues aus dem Süden? Du meinst Edan? Nein, ich rede von dem richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Die Scheiße hier hängt mir zum Halse raus. Berserker, Kleriker, allesamt in denselben Sack mit ihnen. Gesetze, Gebote und Verhaltensregeln. Ich sag dir was, scheiß auf die Regeln, scheiß auf Gesetze, scheiß auf die Berserker. Die Outlaws in der Wüste sind das einzig Wahre. Du wärst lieber ein Outlaw? Ja, auf jeden Fall. Die wissen, wie man in Freiheit lebt. Der Job eines Setzers ist das allerletzte, sag ich dir. Es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne sehen will. Doch leider stecke ich hier fest. Warum ziehst du nicht einfach los? Das Problem ist einfach, dass mir die nötige Ausrüstung fehlt. Trockenfleisch, Wasser und eine entsprechende Bewaffnung. Ohne das Zeug habe ich schlechte Karten. Hm. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Pah, das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der scheiß Farm, wo sonst. Und einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Mhm. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Mhm. Du kanntest Askor? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammengespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erst mal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Ist ja eigentlich krass, ne? Das Lesen auch damals, ne, als richtiger Luxus galt und heute kann man sich's gar nicht wegdenken. Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte. Trägst du eine Waffe? Klar, ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Scheiße, nein! Wie sollte ich das denn auch angestellt haben? Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. Torgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden, soll er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen. Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut. Konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt. Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache, das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Kannst du zurück oder ich zwinge dich jetzt so. Deine Leute brauchen nicht andernfalls ist alles für sie gearbeitet haben verloren. Ich habe Persönlichkeit. Ich muss mal gucken, wo ich die Persönlichkeit einstelle. Warte mal, ich muss mal eben hier gucken. Wo kann ich denn... Was ist denn die Persönlichkeit? Ich weiß nicht, was die Persönlichkeit ist. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn die Persönlichkeit? Ist das die Gerissenheit? Nein. Was ist die Persönlichkeit? Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Ich check's wirklich nicht. Das ist die Persönlichkeit. Oh mein Gott. Ich hab's ja. Da muss ich einen Lehrer für finden. Praktika falscher Kampftheorie. Kann ich ja alles noch gar nicht.
kann ich alles gar nicht machen. Okay. Ja, komm, dann zwingen wir ihn. Ich speichere das mal wieder vorsichtshalber ab, weil ich denke, dass wir verlieren werden. Ich denke, einschüchtern wird nicht funktionieren. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Du kehrst zurück oder ich zwinge dich dazu. Jetzt halt mal die Luft an, ja? Welches Recht nimmst du dir, dich hier so aufzuspielen? Das Recht des Stärkeren. Und jetzt lauf. Ganz ruhig. Wir können uns doch zivilisiert unterhalten. Gib mir wenigstens einige Splitter, damit ich ein paar Sachen kaufen kann, die mir meine Arbeit erleichtern. Ich zähle jetzt bis drei. Aber ich wollte doch nur... Eins. Halt, warte, ich... Zwei. Beim Pilger, du meinst es ernst? Ich hau ab! Oh, okay. Es hat doch funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Die Truhe öffnen ist verboten. Oh, da ist auch jemand. Dann lass ich mal die Finger von dem, aber ich kann den ansprechen. Du bist sicher hier, um deine Nahrungsvorräte aufzufrischen, nicht wahr? Mhm. Die Felder werfen ein bisschen was ab. Wir werden uns also sicher einig. Solange die Preise stimmen. Umsonst ist bei mir nichts. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Ein Apfel. Habe ich ja alles. Habe ich alles. Okay. Hier gibt es nicht zufällig irgendwie so ein Transportding. Nicht so ein Transportding. So ein, doch, da hinten. Tatsache. Ja. Gucke mal einer an. Haben wir aktiviert. Was ist da oben? Was ist denn für ein komisches Geräusch? Oh, hier sind zwei Gräber. Rats und Akas. Ah, traurige Sache. Oh, eine Ratte ist das. Die Tisch nehme ich. Campingstuhl, brauche ich nicht drauf sitzen. Das Buch kann ich wohl nicht anfassen. Ja, das gibt... Da ist noch eine. Gibt zumindest Erfahrung. Ein Speer. Oh. Noch ein Speer? Habe ich alles? Da unten ist noch irgendwas. Oh Gott. Der ist böse. Oh mein Gott. Nein! Oh Gott, nein! Nein! Scheiße, der war sowas von böse. Oh, die sind alle voll Totenkopf, ey. Die kriege ich doch so nicht kaputt. Ich wusste doch, dass da was knurrt. Na toll, jetzt weiß ich aber nicht, ob er das hier jetzt alles mitgenommen hat, ey. Natürlich nicht. Gräber haben wir ja gesehen, die brauchen wir ja nicht nochmal sehen.
Die Dietriche nehme ich noch mit. Und dann reise ich jetzt erstmal zurück nach Hause. Wie soll das jetzt gehen? Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht, wie ich das jetzt will. Ja, teleportieren. Na, ich habe wenigstens ein paar Teleportsteine. Ich sag Stein, Teleport. Teleportplatten. Gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Einen Moment. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Ja. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Mhm. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Hier rumstehen ist harte Arbeit, ja? Nur weil wir gut gesichert sind, heißt das nicht, dass wir nicht wachsam sein müssen. Und ich lasse unseren Schutzwall nicht unbewacht. Merk dir einfach, dass ich hier die Wache bin und du ein Niemand. Also machst du besser das, was ich dir auftrage. Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich, auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! Ist mir schon klar, mache ich auch. Ich bringe dir dein Bier. Es ist gar kein Problem. Kann ich ja machen. Wenn ich jetzt weiß, wo die Taverne nochmal ist. Ich verlaufe mich nämlich hier ganz gerne. Oh. Was ist denn da unten? Da muss ich auch nochmal irgendwann hin. Oh, guck mal, die leuchten im Dunkeln. Wie geil ist das denn bitte, ey? Oh, da ist noch ein bisschen was. Ein Sitzerbrot. Die pennen hier alle? Hallo? Nein, nichts. Ist da wer? Nein, alles in Ordnung. Alles gut. Leg dich wieder schlafen. Alles supi. Könnt ihr eigentlich auch schlafen. Und das alles morgens nochmal erledigen. Aber so bin ich ja nicht. So, hier ist die Taverne. Oh, verdammte Technik. Ach, sei ruhig, mein Gott. Ich speichere wieder. Ich weiß, ich speichere gerade ziemlich oft, aber ich muss erstmal gucken, wie das mit dieser Einschüchterungstaktik funktioniert. Bei dem einen hat es zwar gerade geklappt, aber ich weiß nicht, ob das bei den Wirt klappt. Das werden wir nie herausfinden. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Ich möchte gerne nur ein Bier haben. Gut. Der Hammer-Clan schickt mich. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Du willst dich mit mir anlegen? Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Nein, scheiße. Hör nicht auf diesen albernen Kack. Scheiße. Das geht sowas. Oh Gott, das geht schief. Mit denen klappt das nicht. Ah, scheiße. Ich bin da. Du willst also, dass der Hammer-Clan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Hm. Dann zieh deine Waffe und zeig mir, wie ernst du es meinst, Freundchen. Wow, wow. Ist das nicht ver... Ah!
Waffe weg. Aber ich habe gerade den Wirt umgebracht, doch nicht. Oh Gott sei Dank. Au, du Kacke. Du hast einen ziemlich harten Schlag drauf. Du wirst jetzt wieder den Hammer-Clan bewirten. Ja, ja, schon gut. Ich werde mal mit Angrim reden. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammer-Clan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisen-Clan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Ja. So, so. Was sprichst du? Jetzt bringen wir der Wache erstmal ihr Bier. Und gehen hoch zu Cormac. Oder ich weiß gar nicht, finden wir diesen Typen vom Eisenclan? Ich habe den noch nicht gefunden. Dein Kumpel Alva ist tot. Ich meine, was? Hörst du schlecht? Alva lebt nicht mehr. Ja, doch, das habe ich verstanden. Scheiße. War klar, dass das mit dem alten Alki nicht gut enden kann. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Wo ist seine Leiche? Unterhalb des großen roten Hauses. Alles klar. Ich werde mich um seine Leiche kümmern, wenn ich Zeit habe. Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Ich will mit ihr keine Schlägerei provozieren. Und Kampf haben wir ja noch gar nicht. Also na gut. Siehst du, du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen. Mhm. Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Bitte? Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Ich sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. Was heißt eine Handvoll? 200 Splitter? Nö. Ich brauche dein Wort nicht. Denkst du etwa, du kommst auf Dauer alleine klar? Wir leben hier in einer Gemeinschaft und mögen Einzelgänger nicht. Aber mach, wie du meinst. Lieg mir nur nachher nicht in den Ohren. Ich muss mal einmal hier hin zu den Setzern, weil ich glaube, ich muss den einen Typen auch Bescheid sagen, dass dieser Alva tot ist. Den ich hier nirgendwo finde. Der stand doch vorhin hier. Hallo, ist hier jemand? Was willst du hier? Das sind nicht die, die ich brauche. Guckt hier gerade einer? Hat niemand gesehen? Dich kenne ich nicht. Hier sind noch Pfeile. Die darf ich nehmen. Okay, hier war der Typ nicht. Du bist das auch nicht? Okay. Muss man ein Schlückchen trinken? Man kann beim Laufen was trinken. Das finde ich schon mal sehr nice. Wo ist denn das mit dem Eisenclan alles hier? Hier ist doch die Perle. Wo bist du, Perle? Warum weckst du mich? Sorry. Irdor braucht Proviant. Was du nicht sagst. Er ist ja nicht der Erste. Aber daraus wird nichts. Das, was ich habe, ist nicht für ihn bestimmt. Er muss sehen, wie er klarkommt.
Soll er doch seine Setzer jagen schicken. Ich hatte nicht vor, mit leeren Händen zurückzukehren. Zaubern wie die Herren Warlords kann ich noch nicht. Also schlag dir das aus dem Kopf. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Wenn du ihm nicht helfen willst, wird er sterben. Jetzt übertreib mal nicht. Er ist ein Mann, der zwei gesunde Hände hat. Da wird er wohl was zu essen auftreiben können. Wenn du willst, kannst du natürlich auch einen Blick hinter meine Hütte werfen. Vor kurzem musste ich eine Ladung Brot entsorgen. Ich würde darauf zwar nicht rumkauen wollen, aber... naja, für die Setzer reicht es allemal. Sollen sie halt nicht so wählerisch sein. Das habe ich mir schon genommen. Du hast? Sag mal, willst du immer bei fremden Leuten die Abfälle durch? Nein. Du bist mir vielleicht einer. Naja, du hast dann ja, was du wolltest. Bring mir etwas bei. Natürlich. Ja, Gerissenheit brauche ich noch. Oh, guck mal, ich brauche Kohle, ich brauche, was ich alles brauche. Komm, ich will handeln. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Ich verkaufe jetzt, verkaufen. Die rostige Axt verkaufe ich nicht, ich verkaufe jetzt Sonnenbrille, ne, Werkerhose. Das trage ich ja alles. Oh. Das kann ich verkaufen. Donnerkontrolle, Drohnenkontrolle. Kontrolle, mein Gott, Zauberspruch. Aha, das ist ein Zauberspruchverbrauch. Was haben wir denn da unten noch alles so, was ich verkaufen kann? Ich kann ja eigentlich jede Menge verkaufen, ne? Ich werde gucken, wie ich hier mein Geld mache. Schrotpatrone, das behalte ich mal. Plasmazelle, Energiefülle für alle Plasmawaffen. Und ein kleiner Energiespeicher. Brauche ich das unbedingt? Kann man einen Energiespeicher herstellen, der die mentale Energie wieder leicht auffüllt? Brauche ich nicht. Abschiedsnachricht. Behalte ich mal auch. Zigaretten. Davon brauche ich wirklich keine. Genauso wenig, wie ich kein Klopapier brauche. Geldbündel. Sammlern. Dann verkaufe ich das noch. Verkaufe ich das nicht. Ich brauche nur eine. Kartenstück, zerknüllter Zettel. Die habe ich alle noch nicht gelesen. Magnesium gibt eine Zeit lang zusätzlich Licht. Brauche ich noch. Goldbrocken. Interessant für Handwerker. Packe ich mal weg. Metallschrott. Man kann daraus bestimmt noch was basteln oder es einfach verkaufen. Ich verkaufe das mal. Elektroschrott. Einzelteile sind vielseitig verwendbar. Wer kein handwerkliches Talent besitzt, kann sie auch einfach verkaufen. Habe ich noch nicht. Also kann ich es auch erstmal verkaufen. Hochala. Verkaufen. Knochen. Brauche ich auch nicht. Genauso wenig. Kann ich auch. Pures Mana. Behalte ich. Reines Elex. Behalte ich. Oh mein Gott, ey. Wiesenkraut. Die Pflanzen behalte ich mal alle, oder? Bringt das was, wenn ich die... wieder auf ein wenig auf. Wasserflasche, Bier. Drohnenkontrolle. Ich behalte das mal. Was ist mit den Pflanzen? Feuerkraut. Für Alchemisten vielseitig einsetzbar. Aktionsdauer. Mana-Pflanze. Da kann man natürlich viel mit reißen, ne? So. Habe ich schon mal ein bisschen was? Das mit dem schimmligen Brot, das mache ich noch. Mit dem Eisenclan bin ich eigentlich noch gar nicht. Bertram, wer bist du? Bist doch einer der Neuzugänge, richtig? Ist das so offensichtlich? Ach, ich bin auch erst seit kurzem hier. Ich habe genauso aus der Wäsche geguckt wie du.
Mit den Kräften am Ende und halb tot, als ich endlich die Befestigungsmauern erreicht habe. Hätte gerne mehr als nur einen Holzknüppel gehabt, um mich zu verteidigen. Warst du da draußen auf dich allein gestellt? Sind das nicht alle freien Menschen? Von einem Tag auf den anderen kann dein bester Freund dein ärgster Feind werden. Jedenfalls kann ich froh sein, dass sie mich aufgenommen haben. Sah ziemlich mitgenommen und nicht gerade vertrauenserweckend aus. Aber der Schutz kam zu einem Preis. Meine Sicherheit für ein Gesetz, das mehr Einschränkungen als Freiheiten auferlegt. Was machst du in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Man mag kaum glauben, wie viel Arbeit hier anfällt. Hier kann man keine Maschine hinstellen, die einem die Arbeit abnimmt. Alles wird per Hand gemacht. Gut für die Muskeln, schlecht für den Geist. Dabei wäre es für alle das Beste, wenn man sich mit den Klerikern verbündet. Stattdessen werden alle mundtot gemacht, die auch nur daran denken. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Ich stecke, Outlaws nehmen sich, was sie wollen. Ich tue das auch. Die Klinik ist meine. Erstmal bin ich mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Herr. Bist du das wirklich? Wenn ich mir dich so ansehe, bist du auf Hilfe angewiesen. Also machte ich besser mit einer der Gruppierungen gemein. Sonst ist dein Ende ausgemachte Sache. Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie. An Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Und wo wir dabei sind, hier. Du siehst so aus, als könntest du ein gutes Stück vertragen. Gebratenes Fleisch. Na, herzlichen Dank. Da fällt mir gerade ein, ich könnte bei, wie heißt sie, Sinder. Ich will handeln. Gut, sieh dich nur um. Mal gucken, was überhaupt, Stoff kaputt. Mehr hat die. Wird die Hälfte? Was soll ich mit einer Kapuze? Ne, die will ich nicht. Nur eine Kapuze? Das ist ja viel zu wenig. Okay, gehen wir hier durch. Da war der Müll von der alten. Was haben wir denn hier hinten für einen Ort? Hier ist nur einfach nur so ein Durchgang. Da oben ist die Taverne. Schönen guten Tag, Leute. Was ist das hier? Einfach nur so. Mhm. Mit dem Typen kann ich noch reden. Da liegt Elix, sieht. Und eine Öllampe. Und alles, was man mitnehmen kann, nimmt man natürlich mit. Spart dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Ich weiß auch nicht, warum er schleicht. Ich habe keine Ahnung. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund.
Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elix mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Hast du ein Problem mit Outlaws? Natürlich! Diese Bastarde wollen doch nichts anderes, als sich selbst zu bereichern. Anarchisten ohne Anstand und ohne Sinn für das Gesetz. Mehr sind sie nicht. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt, was ungefähr das Gleiche bedeutet. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Unterhalb des Schlundes? Wo soll das denn sein, der Schlund? Das ist hier. Wozu mal nach meinem Hund gucken? Ach so, Leute, ich muss sowieso Schluss machen. und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.